Ich meine logisch, wenn man in der Ecke steht und gefangen ist, dann kommt der Geist natürlich nicht. Oder das Monster oder was auch immer. Das kommt nur dann, wenn's nervt. Das haben sie so an sich. Ich muss jetzt wieder von vorne anfangen. Aber jetzt schaue ich nach oben. Das ging ja immer ganz gut. Beziehungsweise ich drehe jetzt nochmal um und schaue. Vielleicht doch besser erstmal nach unten. Man weiß ja nie. Ah, hier ist auch noch was. Ja. So. Ah, das ist dieses Auge. Ich glaube, es heißt einfach nur, wenn dieses Auge da ist, dann kann mich der Geist bald schnappen. Aber hier. Ah! Jetzt kann er natürlich um die nächste Ecke kommen. Man weiß nie, wo der ist. Und jetzt knallt's und donnert's wie verrückt. Oh, hier rein. Okay. Jetzt haben wir schon 6. Hier ist manchmal auch noch etwas. Hier ist so eine etwas holzbeschlagene Tür. Dieser Raum sieht etwas merkwürdig aus, aber es sind immerhin 2 Säcke da. Jetzt haben wir schon 8. Und hier können wir nicht raus, weil die offensichtlich vernagelt ist. Also hier wieder raus. Und hier wieder raus. 10. Davon daher kamen wir. Also jetzt hier lang. Hier lang vielleicht. Jetzt sind wir wieder hier. Ui, ist das hier zugig. Das ist unheimlich zugig. Hier scheint das Bade. Hier ist, glaube ich, das Badezimmer. Nein, doch nicht. Ist irgendwas ganz anderes. Ja, dann hier mal rein. Jetzt habe ich mich völlig verlaufen. Den Safe-Code habe ich natürlich nicht, deswegen kann ich auch den Safe nicht öffnen. Ah, aber ich kann den Schrank aufmachen. Und ein bisschen Musik machen. Na. Das scheint unseren Protagonisten nicht zu behagen. Also komme ich immer wieder hier rein. Egal. Aber hier ist noch einer. Den nehmen wir jetzt mit. Vielleicht jetzt besser nach unten. Oh, nein, 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 nein. Oh! Man kann die
die Aufnahme hier aber auch sehr schnell wieder starten, weil man ja doch es fast geschafft hat. Man muss nur halbwegs flott sein. Ja, nicht zu lang überlegen. Schnell dahin, wo es glitzert und schnappen. Und schnappen, dann haben die gar keine Zeit für ihre Poltergeist-Aktion. Und schnappen und raus. Und rechts rein. Da war ich schon. Hier rein. War ich da schon? Hier fängt es jetzt an zu klappern. Ja, hier klappert es wie blöd, aber ich nehme trotzdem einen Sack mit. Und hier bin ich jetzt schon wieder draußen. Und hier gehe ich jetzt nochmal rein. Hier gehe ich jetzt rein. Na? Hier rein. Durch diese Tür. Wo bin ich? Hier bin ich jetzt in der Besenkammer. Aber ich glaube, da bin ich sicher, auch wenn es ziemlich klappert. Ich meine, wohin soll ich denn hier rennen? Also bei diesem komischen Geräusch ist es am besten, sich ruhig zu verhalten, jedenfalls halbwegs, und dann raus. Und nichts wie weiter. Jetzt bin ich vor diesem komischen Auge. Jetzt gehe ich nach oben. Schau mal, was es da so gibt. Scheint ruhig zu sein erstmal. So, jetzt hier ist das Badezimmer, soweit ich mich erinnere. Ja. Badezimmer. Hier ist nichts. Hier fällt die Glühbirne aus. Hier ist auch nichts. Also wieder raus. Gegenüberliegende Tür. Hier ist der Safecode. Und hier ist noch ein Sack. Und hier können wir jetzt wieder raus. Hier, nein, hier sieht es noch gefährlicher aus. Also, wo sieht es eigentlich jetzt halbwegs sicher aus? Nirgends runter. Hier waren wir eigentlich überall schon, also wieder zurück. Und hier links. Und ich glaube, wir haben den Kellerschlüssel bekommen. Also gehen wir mal in den Keller. Weil ich mir da nicht sicher bin. Man hört zu oft auf und fängt wieder an. Ratten sind harmlos. Jetzt haben wir 10 von 12. Man kann auch in dem Spiel mehr finden, aber noch ein einziger. Ja, in welche Richtung denn? Hallo. Ich glaube, auch alle Versuche werde ich nicht zeigen. Ein paar werde ich wohl rausschneiden, weil es doch auf die Dauer zum Zuschauen etwas ermüdend sein kann. Ich meine, man stellt sich vor, man hat da 20 solche Säcke zu sammeln. Dann ist es ja schon für einen selber ermüdend. So, Badezimmer. Hier ist noch irgendwas.
Hier ist ein Schlüssel. Ah, der Kellerschlüssel. Ja, rennen geht ja nicht. Ich meine, wo will man hier hinrennen? Ich bin gar nicht hier. Und räumt alle eure alten Klopapierrollen mal weg. Also, das ist ja schlimm hier. So, ich denke, jetzt gehe ich in den Keller. Oh Gott, hier sind zwei Augen. Denn ich habe den Kellerschlüssel gefunden. Ja. So, da wären wir wieder am Ausgangspunkt. Ich denke, ich suche jetzt erstmal diese 5 Geld, diese, die 12 Geldsäcke zusammen. Meistens sind es ja nur 5, aber 12 sollen es sein und begebe mich damit zum Ausgang und nehme dann wieder auf. Also, bis dann! So, jetzt habe ich doch tatsächlich alle 12 Säcke und bewege mich jetzt zum Ausgang, wenn ich ihn denn finde, was ich doch stark hoffe. Schnell hier, hier links, hier, hier abbiegen. Hier ist der Safe, hier ist er schon mal nicht. Hier klappert und klärt es. Oh nein! Der kommt mir doch bestimmt wieder. Ja, ich renne und renne und renne und renne. Renne und renne durch die Tür und renne und renne. Ja. Wunderbar. Ja, hier ist die Wendeltreppe. Ich muss aber wieder zurück. Hier lang? Ganz konzentriert muss ich jetzt sein. Hier ist die Treppe nach unten. Hier ist die Treppe nach unten. Ja, ich kann nicht. Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein! Okay, diesmal haben wir es bis ans Ende geschafft. Wir haben unsere 12 Geldsäcke aufgesammelt und sind zur Ausgangstür gekommen. Einmal war ich schon an der Ausgangstür, wollte gerade durchgehen, ist mir dieser Sack, also dieses komische Gesicht meine ich jetzt natürlich, noch wieder aufgelauert. Naja, und der andere sagt jetzt, hi. Herzlichen Glückwunsch, Mann, gut gemacht. Warum antwortest du nicht auf meine Anrufe? Und er sagt, ja, ich möchte nicht reden, nicht jetzt, tut mir leid. Was? Ja, ich fühle mich so, als wäre da irgendwas im Haus, das mich verfolgt, ich kann es fühlen, es ist da. Und dann ist die Verbindung unterbrochen. Naja, also insgesamt finde ich das Ding nicht schlecht, man muss es
Vielleicht gibt es Strategien, das besser zu spielen. Ein bisschen Strategie habe ich natürlich auch entwickelt. Erst in der Mitte schauen, dann, wenn man den Kellerschlüssel hat, in den Keller gehen oder oben und im Safe schauen. Alles Mögliche. Aber irgendwann kriegt man es halt doch hin, dann bekommt man dieses Ende und ja, dann hat man es. Und ich verabschiede mich dann auch mal damit.